Du hast Slow Gin, du hast Eier, also Bio. Dann werden wir jetzt eine Menge Spaß haben. Quasi groß Spaß, königlicher Spaß. Es wird royal. Wenn man Slow Gin zu Hause hat, hat man sehr viel richtig gemacht. Wenn man zum Beispiel zwei Sorten Slow Gin hat, wie ich hier im Shop bei Trinkabenteuer, hat man schon wieder ein Problem. Denn Slow Gin ist natürlich eine Oberbegriff und die einzelnen Kandidaten haben natürlich alle so ihre Eigenarten. Und diese beiden sind großartig. Rutte, krasse Schlehenfrucht, trocken, relativ viel Alkohol, perfekt zum Mixen. Und Heppel hat noch ein bisschen weniger Zucker und hat dazu neben der Schlehe noch die Hawthornfrucht, bringt so eine Säure mit rein. Ich kann mich nicht entscheiden, aber ich muss es tun. Ich nehme einfach mal hier den, der vorne steht. So, wir wollen nämlich was mixen und zwar ist das der Royal Slow Gin Fizz. Und wenn man jetzt nicht erschrecken, da geht jetzt ein ganzes Ei rein. Also nicht nur hier schicki-lucki Eiweiß und so ein bisschen, oh, wir wollen eine Schaumkrone. Nein, wir reden hier über einen echt geilen Drink. Vielleicht könnte man behaupten, dass der ein bisschen winterlastig ist. Also ich weiß nicht, ob man den im Hochsommer trinkt. Wobei, wenn man ihn einmal getrunken hat, der ist so, das ist so ein Endgegner-Drink, weil der so super ist. Den trinkt man immer wieder. Wir haben also jetzt hier ein Ei im Glas, deliziös in Bio-Qualität. Jetzt würden wir zu diesem Ei 3 Zentiliter Zitronensaft geben. Und wenn ich Rohrzucker hätte, flüssigen, dann würde ich ihn jetzt da reingeben. Tja, das ist natürlich hier ein bisschen. Upsala. So. Tut mir leid, ich war schlecht vorbereitet. Wenn man mal schnell einen Film machen will. So. Also, wir haben 3 Zentiliter frischen Zitronensaft, 2 Zentiliter flüssigen Rohrzucker. Jetzt muss ich eine Sache dazu sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, was für Slow Gin ihr benutzt. Denn Slow Gin ist ja teilweise wirklich likörig und kann sehr viel Zucker haben. Muss man ein bisschen abschmecken. Hier passt das Rezept sehr gut. Aber darauf achten, welchen Slow Gin ihr habt. Nehmt guten. So, jetzt kommt. Also eigentlich machen wir einen Gin Sour, weil wir haben Zitrone, wir haben Zucker und Slow Gin. Und jetzt kommen 6 cl vom Rutte. Flup. Slow Gin. Und was man, also früher an der Bar hat man immer gelernt, es gibt den Fizz oder anders. Man hat gelernt, es gibt einen Sour. Wenn man da ein bisschen Kohlensäure nach dem Shaken hinzugibt, dann ist er fizzy. Das ist also der Fizz. Dann, wenn man Eiweiß hinzugibt, das ist der Silver Fizz, zum Beispiel der Silver Gin Fizz. Nur das Eigelb, ist es der Golden, schmeckt übrigens auch sehr gut, Golden Gin Fizz. Und wenn man das ganze Ei reintut, ist es der Royal Gin Fizz. Jetzt haben wir den Royal Slow Gin Fizz, denn wir haben ja Slow Gin. Ich weiß, das ist verwirrend, denn manchmal versteht man unter Royal auch die Zugabe von Champagner. Aber es hat keiner gesagt, dass es mit dem Trinken so einfach sein wird. Das ist eigentlich schon der Drink. Und der ist schon, muss ich sagen, extrem lecker. So. Jetzt gibt es immer die großen Glaubensfragen, wie man Drinks schaumig schlägt. Man könnte das mit Küchenequipment machen oder aber mit einem Shaker. So. Man macht den sogenannten. Es gibt Menschen und Bartender und Bartenderinnen, und das ist beides in Ordnung. Man macht den sogenannten Dry Shake. Also man kann das sozusagen erst trocken ohne Eis schaumig schlagen. Ich habe es jetzt umgekehrt gemacht. Man kann auch sozusagen es erst kühlen. Das habe ich gerade gemacht mit dem Eis. Muss ich hier mal den Rest vom Eis loswerden. Und dann das ganze gute Stück nochmal weiter shaken ohne Eis. Und dann wird es sehr schaumig. Hoffentlich. Man weiß es ja nicht. Wir hoffen mal so, ne? Jetzt brauchen wir ein gutes Physikglas, ein bisschen höher. Und ein wenig Sodawasser.
Ich mag es mal gerne schon vorher ins Glas geben. Dann schäumt es euch besonders gut. So, jetzt machen wir uns hier einen richtig schönen, leckeren, schaumigen. Hier mal so den Rest rein. So, ein kleiner Schuss Soda hier in den Shaker. Gibt nochmal einen schönen Schaum. Schäumt richtig hoch. So, ein bisschen Geduld haben, wir können den Schaum noch hochziehen. Das ist jetzt der Royal Slow Gin Fizz. Man kann das auf Eis trinken. Normalerweise würde man sagen, Fizz nicht auf Eis und so wegen der Schaumigkeit. Aber macht, was ihr wollt. Alles gut. Wir machen jetzt ein bisschen Showtime hier für die Schaumigkeit. Aber wie gesagt, man muss jetzt ein bisschen Geduld haben, denn wir haben das ein bisschen schaumig geschlagen. Ich könnte mich ja schon mal um die Dekoration kümmern hier. Und zwar finde ich, passen hier mal wieder extrem gut Griotins, quasi die in Anführungsstrichen guten Cocktailkirschen. Die kommen eigentlich aus dem Dessertbereich, die gibt es auch so in Feinkostläden, keine Ahnung, Alsterhaus, KDW und so. Die gibt es bei Bäckereibedarf, das sind halt so wirklich in Schnaps, also in Eau de Vie de Kirsch eingelegte Maraschino-Kirschen, hier ist also Kirschen. Und bitte, wenn, dann sowas nehmen in der Art und nicht so künstliche chemische Cocktailkirschen. Okay, so, dann schauen wir, was hier mein Schaum macht. Es schäumt so vor sich hin, es kommt immer mehr. Weil wir Ei genommen haben, ist es immer schöner. Es kann so ein ganz bisschen Eigeruch haben, nochmal so ein bisschen Zitrus drauf zu geben. Ich bin jetzt mal, ich kürze das mal ab. Ich lasse Schaum mal Schaum sein. Ein bisschen mehr noch. Und jetzt, ups. Ich freue mich gar nicht, dass der Schaum hier schon kaputt geht. Ich mache das mal hier so an den Rand. Ups. So. Der Royal Slow Gin Fizz. Ich schwöre, das ist richtig geil. Nicht viel zu sagen, außer bitte ausprobieren. Nachmachen. Zutaten gibt es hier bei www.trinkabenteuer.de im Shop oder den Link hier unten. Und ansonsten würde ich sagen, einfach loslegen und die Eier in die Gläser schlagen und mit Slow Gin vermischen. Ist schon so ein bisschen weihnachtlich, gerade hier mit den, sagen wir, Winter nicht weihnachtlich, immer so schwierig. Ist gut jetzt. Trink das jetzt. Sehr lecker. Kommen noch mehr Videos, Trinkabenteuer. Also, bis bald. Ciao.